gutes Stück Fleisch ist für mich Genuss und Lebensqualität. Also bei mir gibt es keine tierischen Produkte. Ich ernähre mich vegan. Tiere sind nicht dazu da, sie auszubeuten. Tiere brauchen Rechte. Glückliche Tiere haben gutes Fleisch. Darmstadt, 10 Uhr. Metzgermeisterin Maike Walter auf dem Weg zu einer ihr völlig Unbekannten, Jacqueline Herzenders. Jeweils einen Tag werden sie in der Welt der anderen verbringen. Hallo, ich bin die Jackie. Hi Jackie. Schön, dich zu sehen. Endlich. Ich auch. Und schieß los, warum sind wir hier? Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, ich besuche dich mal. Wo kommst du her? Ich komme aus Flachstadt, aus der Wedau. Ah, schön. Okay, und was machst du so? Ich bin Metzgermeisterin. Ah, okay. Geschäftsführerin in der Metzgerei. Okay. Dann. Du so? Ja, beruflich mache ich natürlich was anderes, aber meine gesamte Freizeit verbringe ich damit für die Organisation PETA. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, habe schon mal gehört. Genau. Dafür. Okay. Sehr gut. Mich zu engagieren und freiwillig da halt eben viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Mhm. Und das machen wir jetzt auch heute hier. Mhm. Da darfst du uns mal begleiten. Gerne. Ich hoffe, du hast Lust. Ja. Wollen wir mal rübergehen? Dann stelle ich dir gleich mal unsere Truppe vor. Wir stehen dafür, dass kein Tier in irgendeiner Form ausgebeutet, getötet oder gequält werden darf. Ob es eben für den Konsum von Nahrungsmitteln ist. Jacqueline engagiert sich seit 3 Jahren für PETA, mit mehr als 5 Millionen Mitgliedern weltweit die größte Tierrechtsorganisation. Beruflich ist sie im Marketing für eine Technologiefirma tätig. Heute konzentrieren wir uns auch aufgrund der kalten Jahreszeit auf Pelz, Wolle, Down, alles was eben mit Kleidung zu tun hat. Mhm. Da lebt es noch mit Haut, aber ja, denen wird teilweise einfach nur die Kehle durchgeschnitten. Sie sind noch am Leben und werden dann schon gehäutet. Das sind Kühe aus Indien, die besonders viel Haut haben. Die gibt's nicht hier. Genau, richtig. Die haben besonders viel Haut und werden dafür natürlich dann eben gerne für die Lederproduktion verwendet. Also ganz, ganz schreckliches Thema. Okay, ich habe mich schon ein bisschen erschrocken. PETA war schon, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also von PETA kenne ich, die brechen ja auch in Ställe ein und so. Die machen schon auch sehr schockierende Sachen. Also, aber die Jackie scheint ja ganz so vernünftig zu sein. Also ich bin schon überrascht, dass ich hier auf eine Fleischermeisterin getroffen bin. Muss ich wirklich sagen, hätte ich nicht erwartet. Aber super interessant und sie ist ja wirklich total offen. Also ich glaube, wir werden gute Gespräche haben. Also, das sind Stiefel von Axe, die leider im Winter sehr, sehr viele tragen, obwohl die extrem teuer sind, aber die halten halt doch schön warm. Du siehst hier innen drin schön flauschig. Ne? Die meisten Leute denken auch, dass das einfach geschorene Wolle ist, wo sie auch sagen, naja, geschoren und so. Die Kinder denken dann an den Bauern, ne? Der dann so ein bisschen seine Schäfchen da schert und alles super. Nee, tatsächlich ist es so, dass dann eben diese kleinen Lämmer gehäutet werden. Also nicht geschoren, wie man, ich meine, Lämmer schert man ja auch nicht. Nee, Lämmer schlachtet nur, um sie zu essen und dann macht das Fell ab, dann häutet man sie. Ja, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, die kommen aus Australien. Ja. Da werden die ganz, ganz brutal eben teilweise auch lebendig noch gehäutet. Ich bin absolut gegen Quälerei von Tieren in jeder Art. Also natürlich, ich glaube, ich kann das ein bisschen differenzierter betrachten. Für mich ist das schrecklich, wenn das Tier eingespannt wird, gekreischt und abgezogen wird. Wenn ich aber sehe, dass sie das betäuben, es nicht mehr bewegt und dann abgezogen wird. Das ist für mich ein Unterschied. Ich denke, dass das viele Leute, die sich mit der Thematik Schlachten von Tieren gar nicht beschäftigen, für die gleich verstörend ist. Und ich finde, jeder, der Fleisch und Wurst isst, muss das verstehen, wo das herkommt. Genau. Also ich finde, ich halte gar nichts davon, das zu verschleiern. Ja. Nee, absolut. Hier, die Gelbwurst hat nichts mit dem Tier zu tun. Ja, genau. Nee, das ist vom Tier, wir machen das vom Schwein. Jeder muss sich damit auseinandersetzen, wie das passiert. Wir machen Zangenbetäubung. Das heißt, die Schweine werden reingetrieben, da ist es schon nicht so, da ist nicht Krawall und Remi-Demi. Da ist auch nicht Action, sondern das ist eine ganz ruhige Stimmung.
Da laufen die Schweine, dann kommt der erste Metzger mit der Zange, nimmt die, machen die so, fällt um, dann wird es gestochen. Das wird so ruhig gemacht, also kommt da ein anderer Metzger, der schon mit dem Messer daneben steht, um's zu entbluten. Das wird in so einer ruhigen Stimmung gemacht, dass die anderen drei Schweine kein bisschen beunruhigt sind. Das finde ich zum Beispiel ganz wichtig. Ne? Mhm. Und wenn ich als Schwein wiedergeboren werden würde, würde ich hoffen, dass ich bei uns geschlachtet werden würde. Uhr. Auf dem Weg zur Mittagspause in Jacquelines asiatisches Stammlokal. Du kannst aber auch wählen zwischen, ich sag mal, einem Fleischgericht, vegetarisch oder sogar vegan. Ach ja. Ja. Und da dachte ich, entführe ich dich mal. Und wenn du magst, vielleicht magst du ja mal das probieren, was ich sonst immer esse. Ja. Schauen wir uns mal an. Ich esse eh woanders kein Fleisch. Oh, warm. Hast du Hunger? Ich auch. Mach mal Empfehlung. Also, ich esse immer am liebsten die 42 Udon-Nudeln mit eben Gemüse. Und dann esse ich immer noch das Superprotein, hieß es mal. Da. Das ist auch nochmal, jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das aus Soja ist oder was. Das ist so ganz knusprig, so ein bisschen wie... Ja, wie so knusprig angebratenes Hühnchenfilet, so schmeckt das. Ist aber vegan. Also ich esse vielleicht 5-mal die Woche Fleisch oder Wurst. Mhm. So. Ist nicht so, dass ich jeden Tag 2-mal am Tag Wurst und Fleisch essen müsste. An den Geschmack erinnere ich mich, prinzipiell an Fleisch, klar. Ich habe ja auch nicht aufgehört, weil es mir nicht schmeckt, sondern ich habe aufgehört, weil ich sage, ich möchte dieses Tierleid nicht unterstützen und ich möchte nicht, dass jemand für mich stirbt. Seit wann bist du Veggie? Also vegan bin ich jetzt seit fast 5 Jahren. War vorher eine Zeit lang vegetarisch, aber so diese Zeit dazwischen, das ging ziemlich schnell dann eins ins andere über. Mhm. Ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Es ist... Also offiziell sage ich immer, ich bin 25. Es kauft mir langsam keiner mehr ab. Nee, ich bin 32 jetzt, ja. Ah ja, ich auch. Nee, dann nehme ich auch das. Erdnusssoße, Krebe, mit mich bitte? Ja. Mit Superprotein, das ist ja gut für dich. Sagen nussig, würde ich das vom Geschmack her. Mhm. Schön gebraten. Ja. Von der Konsistenz her schon fast so ein bisschen wie Hühnchen, oder? Weiß ich nicht. Mein Hühnchen hat eine andere Konsistenz. Also, kommt ein bisschen auf Hühnchen an. So, dann gehen wir jetzt mal in die Drogerie. Dann zeige ich dir mal, was man da auch Veganes findet und worauf man vielleicht achten muss oder eben auch mal schauen muss, was da tatsächlich in den einzelnen Produkten drin ist. So, dann schauen wir mal noch nach Zahnpasta. Kannst du dir eigentlich vorstellen, warum Zahnpasta vielleicht nicht vegan ist? Nee. Mhm. Genau das wollte ich jetzt auch gerade fragen, ob überall vegan draufstehen muss, weil teilweise kann ich mir nicht vorstellen, was für tierische Produkte da noch drin sein sollen. Es gibt teilweise Zahnpastas, da sind da Knochenmehle oder ähnliches mit drin vermischt. Ja, genau, so habe ich auch geguckt. Ekelhaft. Wer kommt überhaupt auf so eine Idee? Also, weiß ich auch nicht. Aber mittlerweile gibt es auch ganz viele, so vor allem diese ganz günstigen Zahnpastasorten. Mhm. Da steht hinten dann tatsächlich auch vegan drauf. Weiter geht's in den Supermarkt. Einkaufen für das gemeinsame Abendessen. Gehen wir an der Theke des Todes erstmal vorbei. So,
unschwer zu erkennen haben wir hier. Sogar eine Vorbeschrift. Achtung, ja, nicht vegane, nicht so nah dran gehen, genau. Ist uns ansteckend. Richtig. Was wir für heute Abend brauchen, ich habe ja schon gesagt, ich liebe Käse über alles. Mhm. Also brauchen wir natürlich eine ganze Packung, mal mindestens für unsere Lasagne. Ach, der ist übrigens, glaube ich, auch sogar Mandelmilch. Muss ich jetzt gerade mal kurz gucken. Ja. Ganz heute No-Gos, das ist für mich ein No-Go. Vegane Salami. Nee, das sieht ja nicht aus wie Salami. Für mich ist Salami einfach ein Produkt, in das ich unheimlich viel Liebe und Sorgfalt lege. Das ist doch keine Salami. Das, nee, ist es ich ja kann auch mich nicht. Darüber ärgern, sag, dass da Salami draufsteht. Ne? Es ist ein veganer Brotbelag, aber das, dass da überhaupt Salami draufsteht, ist. Weil es ein bisschen nach Salami schmeckt und die Leute gleich wissen, ah, da, in die Richtung geht es natürlich. Man könnte ja schreiben, Salami ähnlich oder so, ne? Weil das ein bisschen ähnlich schmeckt wie Salami, ähnlich aussieht. Es ist natürlich keine Salami, klar. Super, ganz toll. Guck mal. Ja, film das mal. Das ist mal richtig super. Guck dir das mal an. Das ist doch pervers und krank. Und dann für so ein Tierleben gerade mal 20 Euro. Ich meine, normalerweise, wenn man ein Stück Fleisch oder eine Wurst kauft, hat man diese Verbindung zum Tier nicht mehr. Aber hier sehe ich ja das Lebewesen. Ich meine, ich kann es hier ja genau erkennen. Das Blut läuft aus der Schnauze raus. Man sieht die kleinen Zähnchen. Man sieht die Zähne. Man sieht die Beinchen. Also das Tier ist ja quasi noch fast komplett, außer dass man es jetzt gehäutet hat und die Füßchen abgeschnitten. Ich meine, das kann ich doch nicht mehr essen. Jetzt habe ich die direkte Verbindung. Die direkte Verbindung zum Tier. Es ist nicht mehr verfälscht als Wurst oder als Bärchenwurst oder ähnliches. Ich weiß noch, es gab ein Erlebnis. Meine Oma hatte mal so einen Hasen bei sich dann in der Küche liegen, sagte, das gibt's heute Abend. Mir war speiübel. Für mich war das Thema gegessen. Ich bin direkt wieder nach Hause. Also ich verstehe das auch nicht, wie man das dann mit gutem Gewissen auch noch runterkriegt. Ich verstehe es nicht. Für mich ist das gar kein Problem, weil ich sehe ja auch die ganzen Schweine, die ganzen Rinder. Das ist einfach was, was Leute nicht kennen, die nicht mit Fleisch zu tun haben. Für die ist das natürlich total befremdlich, aber so sehen Tiere ohne Fell aus. Genau. Also das ist jetzt für mich war das jetzt kein Bild, wo ich irgendwie schockiert war, weil da liegt er. Genau. Da sind jetzt natürlich, ist der Puschel an der Füße ab und es ist natürlich sauberer abgezogen. Ja. Das Fleisch ist zu abstrakt. Genau. Und deswegen kann man es auch essen. Weil wenn ich das Schwein eben gestreichelt habe, können viele Leute gar nicht mehr sagen, ja, bring's für mich um, damit ich es jetzt essen kann. Ja, das ist ein Problem. Genau. Absolut, ja. Also da muss sich jeder, der Fleisch isst, damit auseinandersetzen, dass er vor ein Tier war. Ja. Absolut, ja. Aber gerade wenn ich jetzt auch dieses Blut da rauslaufen sehe und die Zähnchen. Die Zähnchen müssen dran sein, damit man weiß, dass es keine Katze ist. Oh. Weißt du das nicht? Das ist der Grund, warum beim Haas der Kopf dran ist, ohne Witz. Ja, das mag vielleicht sein, aber schon allein dieser Anblick, ob jetzt Katze, jetzt Hase so oder... So ich finde es fast traumatisierend. Ja, das sieht jetzt, das glaube ich, auch so. Und vor allem, wenn man sich dann überlegt, dass dieser Hase hier gerade mal 20 Euro wert ist, finde ich eigentlich schon fast traurig. Wenn ich mir überlege, mein Leben wäre nur 20 Euro wert. Nachmittags zu Hause bei Jacqueline in Langen. So, hallo. Hier ist Audrey und das ist Vincent. Gemeinsames Gassi gehen. Mein Freund? Auch Maike ist Hundebesitzerin und ist mit Hunden aufgewachsen. Mein Hund ist draußen. Und mein Hund durfte noch nie überall rumlaufen und so. Und ja, der hat einen Stall und eine isolierte Hütte und alles drum und dran. Okay. Und wenn es kalt wird, holt man halt rein. Und warum darf der sonst nicht rein? Ich muss zugeben, seitdem ich das Kind habe, kann ich die Hundehaare nicht mehr aushalten. Für sie sind ihre Hunde die Babys. Ja, genau. Ich habe jetzt aber ein echtes Baby und für mich ist der Hund ein Hund. Okay. Weißt du, das steht für mich ganz klar unter meinem Kind.
Ist der aber trotzdem Familienmitglied oder ist das für dich dann eher ein, ich sag mal, ein Nutztier, weil es ein Wachhund ist? Oder? Es ist schon ein Familienmitglied. Wir nehmen ihn auch mit dem Urlaub und so. Mhm. Ja, das schon. Aber wenn ich halt Prioritäten setzen muss, mein Kind oder mein Hund, mhm, dann fällt immer der Hund hinten runter. Aber man muss natürlich auch sagen, ich hatte früher einen Hund, das war mein Herzblut. Mhm. Und seitdem kommt keiner mehr an den ran. Ich weiß es nicht. Ich habe den, obwohl ich ja Tiere schlachte und alles, war das für mich so schlimm, den einzuschläfern. Mhm. Der war schlimm krank, hat schlimm Schmerzen gelitten. Und ich habe es als egoistisch erachtet, den weiter am Leben zu halten. Ja. Er hat zum Schluss echt die Schmerzmittel einfach ausgespuckt. Und es hat mir das Herz gebrochen. Also bin ich mit ihm zum Tierarzt gegangen, habe seinen Kopf gehalten, wie er eingeschläfert worden ist. Mhm. Muss sagen, hat mich dermaßen mitgenommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass jetzt jeder andere Hund nicht mehr da dran kommt. Ja, weißt du, irgendwie so ein Hund kann ein Hund sein, ein Hund kann irgendwie so dein bester Freund sein. Ja. Naja, meine Hunde sind alle aus dem Tierschutz, logischerweise. Also zum Teil aus Deutschland, zum Teil aus dem Ausland, aus der Tötungsstation. Ich suche mir im Speziellen immer die Alten und Kranken, die schlecht vermittelbaren aus. Halt ihn mal kurz. Genau. Ja, aber ich suche mir da eigentlich schon bewusst die aus, die schlechte Chancen haben, weil ich mir denke, wer soll es denn sonst nehmen? Ganz genau. Und für mich sind das wirklich meine Kinder. Also ich würde für die alles tun. Abendessen bei Jacqueline. Es gibt vegane Lasagne. Mit dabei Freundin Marion Krämer. Ach, war super, kennengelernt oder? Haben sich die beiden bei der Tierrechtsorganisation PETA. Jacquelines Mann arbeitet noch. Also ich glaube, ich könnte jetzt keinen Jäger als Partner haben. Nee, definitiv nicht. Oder ich könnte auch, glaube ich, mit dir nicht zusammenleben. Ich bin auch schon verheiratet. Ich glaube, der Konflikt wäre mir zu groß. Ich glaube auch, wenn man sich kennenlernt, werden ja schon so ein paar Eckpunkte in der Einstellung abgeklopft, oder? Ja, ich glaube nicht, dass das schlimm ist, weil das ist das, was du gesagt hast, die Herausforderung ist dann da. Und wenn du den Metzgermeister hältst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du abändern kannst, relativ sehr gering. Ja, ich glaube, die Empathie ist vielleicht nicht so hoch wie bei uns. Mhm. Dass jedes Tier ein Lebewesen ist und jedes Tier eine Seele hat und jedes Tier nicht sterben möchte. Ich weiß nicht, hast du Kinder? Ja. Hast du gestillt? Also ich meine, wenn man eine stillende Mutter ihr Baby entreißt, glaube ich nicht, dass man da nicht irgendwie ein Gefühl entwickelt und eine Empathie hat, wie dass man einer Mutterkuh ihr Kind weg, ihr Kälbchen wegnimmt, zum Beispiel. Und da frage ich mich manchmal, wie sowas überhaupt, warum macht jemand sowas? Wenn man ja sieht, die reagieren da drauf. Ja, warum macht man sowas? Weil die Milch Massennahrungsmittel ist. Genau, aber dann muss ich mich doch auch fragen, wo ist da die Moral, wo ist da die Empathie? Da kommt auch immer gern die Frage, wenn ein brennendes Haus ist und es ist ein Hund drin und ein Kind, was würdest du retten? Genau. Natürlich, ich wüsste, dass ich das Kind rette. Ist natürlich situationsabhängig. Ich würde wahrscheinlich versuchen, dem Hund die Tür aufzumachen und das Kind rauszuholen, weil der Hund selbstständig irgendwie raus kann. Aber natürlich, ich denke, ich würde auch das Kind zuerst retten. Mhm. Und aber ich würde versuchen, noch mal reinzugehen, den Hund zu retten, was vielleicht viele nicht machen würden. Bist du ungleich? Sehr heiß.
freue ich mich auf nächste Woche, wenn du mich besuchen kommst. Ja, mach's gut. War ein schöner Tag. Hat mich auch gefreut. Hat ja Spaß gemacht. War super. Alles klar. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Teilweise verstehe ich, was sie meint, kann es nicht immer nachvollziehen. Und klar sind wir da komplett gegensätzlich in der Ansichtsweise. Und trotzdem, glaube ich, haben wir einen ganz guten Nenner gefunden, wo wir uns zumindest konstruktiv austauschen können. Ein Tier und ein Mensch sind für mich immer zwei verschiedene Paar Schuhe, noch zwei Ebenen. Aber vielleicht wäre ich in dieser Hinsicht empfänglicher, wenn ich nicht den Background hätte, den ich habe. Dass wir schon seit Generationen Metzger sind. Eine Woche später. Gegenbesuch in Florstadt in der Wetterau. Ich bin sehr aufgeregt, jetzt so vor dem Haus hier zu stehen, wo viele, viele Dinge passieren, mit denen ich definitiv nicht konform gehe. Von daher, ja, sehr, sehr viel Aufregung. Ich bin gespannt, was heute passieren wird. Hi. Hallo, guten Morgen. Hallo. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich mich freue, also nicht dich zu sehen, sondern hier jetzt zu sein. Ja, ich muss noch mal dran denken an die Theke des Todes. Ja, ja, genau. Und so. Unser sieht eigentlich ziemlich lecker aus. Ja. Nee, ich war schon ein bisschen aufgeregt und freue mich total, dir heute meine Welt zu zeigen. Ja. Ich stell dir gerade mal meine Schwester vor. Kannst ja, gerne. Kommen? Ich habe es schon vermutet. Bisschen ähnlich sehen wir uns. Ja. Ja. Das ist die Frauke, das ist die Tänkerin. Hallo, schön, dass du da bist. Okay, ich freue mich. Ja. Bin ganz gespannt. Die kommt ja auch dann ich heute. Auch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Wurstküche. Dann gehen wir gerade hier vorne raus. Mhm. Oh Gott. Ja. Soll ich dein Händchen halten oder geht's so? Nee, es geht. Es geht so, hallo. Ja. Morgen. Das ist die Jackie, die will sich heute mal unseren Betrieb ein bisschen angucken. Ich gebe jetzt niemandem die Hand, nee, ne? Also. Das macht doch einfach mal mit. Die beiden sind alle nett, was wir uns zu haben. Und das Grüßelchen mit der Kleine und dann schneide ich was und zeig's. Also ich muss sagen, ich finde es auch ehrlich gesagt gruselig und ich habe Angst, je weiter wir reingehen, desto mehr schlimmer wird es, kannst du sagen. Vielleicht, ja, habe ich wirklich Angst vor. Ich meine, ich weiß ja, was passiert und es ist jetzt auch nicht so, als würde ich hinterm Berg wohnen. Und das ist ja das Schlimme, ich weiß ja, was hier vor sich geht. Ja, das muss ich ehrlich sagen, nehme ich gerade so ein bisschen mit. Ja, doch. Ja, hier sind jetzt keine, hier ist kein Blut, hier sind keine Tiere, die wir jetzt töten wollen. Gott sei Dank, ansonsten würde ich hier wahrscheinlich mit der Kuh schreiend rausrennen. Nein, wenn dir schlecht wird, sagst Fleisch. Du Bescheid, oder? Nein. Weil ich ja manchmal habe ich das Gefühl, du musst ein bisschen Luft zufällen. So. Ja, ich bin immer so blass. Ja, wie gesagt, ich erwarte nicht, dass du heute irgendwas machst. Du guckst dir das einfach mal an, wie ich das mache. Und ja, okay, prima. Dann gucken wir uns mal. Bisschen Angst. Also dieser Teil gefällt mir jetzt schon mal sehr gut. Mhm. Petersilie, yummy. Okay, das machst du jetzt dann alles mit den Händen? Ja. Okay. Ich bin Handwerker. Habt ihr dann eure eigenen Rezepte? So. Ja. Oder sogar meine eigenen Rezepte. Ach ja, okay. Ja. Ich mache gerade die Hände. Also ich sag mal, ob du was Leckeres oder was richtig Leckeres oder was Durchschnittliches machst. Das ist oft eine Prise hiervon, eine Spur davon, ein bisschen Liebe. Mhm. Ja, und das macht halt einen Unterschied. Okay. Jetzt muss ich aber noch mal nachfragen. Ja. Das ist jetzt Darm, also da ist vorher jetzt dann Kot durchgelaufen. Das sind, Därme sind normal mindestens zweiwandig. Mhm. Das heißt, die werden auf links gedreht. Mhm. Dann wird die
innere Wand quasi abgemacht. Mhm. Dann werden die gereinigt und dann werden die eingesalzen. Okay. Sie ist jetzt sauber. Mich überrascht die Passion für ihren Beruf. Also wie man so... Das überrascht dich jetzt. Wir haben schon einen ganzen Tag verbracht. Ja, nein. Ja. Also es überrascht mich wirklich, dass du so darin aufgehst, dass du deinen Beruf magst und so. Das wusste ich ja jetzt schon vom ersten Tag. Aber auch so dieses Handling von diesen, ich sage jetzt mal in dem Fall dann den Därmen, ja, hätte ich so jetzt nicht erwartet. Okay. Ist nur ein Brett. Kein Leben, kein Tier. Besuch auf dem Bauernhof von Berthold Stephan und Lutz Kress. Super. Es ist einer von zwei Betrieben, von denen Maike das Schweinefleisch bezieht. So, man kann schon mal am Fenster reingucken, es schläft die alles. Die Kapuzen aufsetzen? Könnt ihr machen, ja, dann rieche ich auch die Haare nicht nach Schwein. Die Ferkel, die kommen dann von woher? Oder ist das dann auch eine eigene Züchtung? Nee, das ist kommen vom Ferkelerzeugerbetrieb. Also ja. Es gibt verschiedene Haltungsformen. Wir haben halt nur die Masten, wir haben nur die Ferkel so ab 25 bis 30 Kilo bis zur Schlachtreife. Das ist das, was wir eigentlich machen. Und es gibt halt andere Betriebe, die haben die Muttersauen und produzieren halt die Ferkel, die wir dann kaufen. Wie alt wird so ein Schwein, bis es also sterben muss? Die Ferkel, wenn sie zu uns kommen, sind sie ungefähr 11 Wochen alt. Okay. 70 bis 80 Tage, je nachdem, wie schwer und wie gut sie gewachsen sind. Und bei uns sind sie dann ungefähr nochmal 115 Tage so. Also okay, also 4 Monate, kann man sagen. Knapp 4 Monate, genau. Also sie sind dann noch nicht mal ein Jahr alt und werden dann quasi schon getötet. Ja. Okay. Wahnsinn. Kann man sagen, normales Schlachtschwein 6 Monate alt, ne? 6, 7 Monate. Unsere meistens ein bisschen älter, weil wir gern ein bisschen größer haben wollen. Aber wenn man jetzt einen Schlachthof verkauft, müssen die 85 Kilo optimalerweise haben, oder? Schlachtgewicht zwischen 86 und 103, also so um die paar 90, ja. So. Das ist so das Richtige für den Schlachthof. Ja. Also beim Schlachthof gibt es noch Bestrafungen, wenn sie schwerer sind. Schwerer oder leichter sind. Oder schwerer oder leichter, das heißt immer weniger Geld. Wie ist das für Sie persönlich? Haben Sie da auch manchmal, weil ich meine, es sind natürlich jetzt unglaublich viele Leben hier. Haben Sie da manchmal auch irgendwie Emotionen, dass Sie sagen, okay, die werden heute alle getötet, weil ich das so sage? Haben Sie da auch mal Gewissensbisse? Gewissensbisse in dem Sinne nicht gut. Man gewöhnt sich schon ein bisschen an die Tiere. Gut, sie gehen dann weg, es kommen dann wieder Neues. Für was, wenn man sich von was anderem ernähren kann? Das ist halt immer so mein Gedankengang. Es geht ja anders. Also es ist ja so, dass über 90% immer noch von der Bevölkerung Fleisch essen. Und man kann ja auch nicht von heute auf morgen sagen, das Fleischessen muss wegfallen. Also wir erzeugen das Fleisch, weil es ja auch verlangt wird. Es ist ja nicht so, dass wir die Leute zu verführen müssen, ihr müsst Fleisch essen. Es wird ja von über 90% von der Bevölkerung verlangt, das Fleisch. Und deshalb sehe ich das auch so, dass wir jetzt nicht was verkehrt machen. Wir dienen einfach der Ernährung.
kann auch so und so viele Tiere halten. Genau, so machen wir. Alles klar. Tschüssi. Ich sehe die Empathie in den Menschen. Also ich sehe, dass sie sich wirklich, sie haben schon in einer gewissen Weise ihre Beziehung zu ihren Tieren. Aber so der letzte Schritt, der fehlt einfach, dass man sagt, okay, ich nutze dich jetzt nicht aus für den Profit. Hallo, kleine Maus. Zurück in Florstadt. Hallo. Jacqueline lernt Schäferhündin Hallo. Questa kennen. Komm hier, sitz. Hallo. Sitz. Oh, bist du süß. Hallo. Hallo. So, hier haben wir jetzt die Würstchen von heute Morgen und da machen wir also Fleischbällchenpasta. Für Maike und ihre Familie mit Fleischbällchen. Für Jacqueline natürlich ohne. Ganz vegan. Und danke. Anschließend Besuch auf der Weide von Landwirt Berthold Stephan, der nicht nur Schweine, sondern auch Rinder züchtet. Oh Gott, seid ihr süß. Oh Gott, da geht mir das Herz auf. Ja, könnt ihr machen. Sind die dann Tag und Nacht hier draußen? Die sind immer draußen. Okay. Es sind drei Kühe dabei, die sind jetzt 15 Jahre alt. Ja. Wir hatten dieses Jahr eine, die älteste war jetzt 18. Die ist aber dann nicht mehr trächtig geworden. Also wird sie eigentlich für uns dann uninteressant, die Kuh. Die wird dann geschlachtet. Okay. Wenn Sie jetzt, schauen Sie den Tieren in die Augen? Ja, wir kennen uns. Ich kenne ja, jede Kuh und kenne auch jede Eigenschaft. Das ist jede Kuh anders. Und ja, ich weiß auch, wer sogar, die Leitkuh ist. Und er kennt sogar jedes Kalb zu jeder Kuh. Wer die Mutter von... Wo du jetzt meinst, dass die vielleicht ungefähr all die gleich Farb haben. Und, aber wie geht es Ihnen denn dabei, wenn Sie jetzt wissen, okay, die Kuh haben Sie jetzt 15 Jahre lang gekannt und morgen ist sie vielleicht tot, weil Sie quasi das Todesurteil unterzeichnet haben. Ja. Die Kühe sind eigentlich mit da, den Betrieb, aber unseren Lebensunterhalt zu sichern. Mhm. Und dann weiß man auch nach bestimmter Zeit, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass man sich trennt voneinander. Es ist zwiespältig, sage ich mal. Wenn man lang mit so einem Tier von Kalb auf zusammen war, über 15 Jahre, ja, eben, man hängt schon an dem Stück Vieh. Aber der Sinn ist der, wir leben von dem. Hätten Sie, wenn sich Ihnen heute die Möglichkeit bieten würde, etwas anderes zu tun, womit Sie Ihre Familie ernähren können, ohne dass die Tiere sterben müssen, würden Sie so einen Weg wählen? Würden Sie den Weg gehen? Der Weg zeichnet sich für uns eigentlich hier nicht auf. Mhm. Und ich habe keine Alternative dazu. Wir könnten nur Getreidebau oder sowas machen, aber da fehlt hier das Land dafür. Mhm. Also das könnte man vom Ackerbau her nicht stemmen. Also ich, ganz ehrlich, ich spreche jetzt für mich. Ich glaube, ich könnte der Kuh an dem Morgen, wo ich ihr Todesurteil gefällt habe und gesagt habe, so, du wirst heute sterben, du wirst einen Bolzen in den Kopf bekommen, und wirst dann später eventuell sogar in meinem Magen landen. Ich glaube, ich könnte der Kuh nicht in die Augen schauen an dem Tag. Tun Sie das trotzdem? Ja. Es geht zurück nach Florstadt in die Familienmetzgerei. So, jetzt wollen wir uns hier nochmal die Sachen angucken, die wir heute Morgen quasi lebend gesehen haben. Hier haben wir jetzt mein Lieblingsprodukt, trockengereiftes Rindfleisch. Da suchen wir immer die schönsten Rindviecher aus. Und zwar meistens die, die auf der Weide rumgelaufen sind. Weil, Qualitätsmerkmal hier, tolles intramuskuläres Fett, obwohl das eigentlich ein mageres Stück Fleisch ist. Das ist für Fleischkenner das Qualitätskriterium. Mhm. Ja. Wenn ich da mal einwerfen darf, also ich habe ja jetzt diese süßen, kleinen, flauschigen Kühe heute Morgen gesehen. Und wenn du dein Produkt sagst,
blutet es mir ehrlich gesagt ein bisschen im Herz. Für mich ist das jetzt... Soll ich jetzt sagen, lieber flauschige Kuh? Oder was wäre das für dich besser? Also das würde ich, das würd ich jetzt tatsächlich einfach ein... ein Stück Rostbiff nennen. Muskelfleisch von einem Tier, was nicht sterben wollte vielleicht. Also ich würde es als extrem hochwertiges, qualitativ tolles Produkt aus eigener Schlachtung, 6 Wochen veredelt, am Knochen gereift, buttrige Textur, saftige Konsistenz, würzige Geschmack schreiben. Aber ich glaube, in der Hinsicht werden wir uns wohl nett einig. Nein, glaube ich auch. Nee, vor allem, wenn ich jetzt die Bilder noch vor Augen habe. Also, und jetzt... Ganz ehrlich, ich freue mich, wenn ich die Rinder angucke, freue mich, wenn ich das Rostbiff habe. Da denke ich immer, haben wir wieder was richtig gemacht, dass die Kühe einerseits glücklich auf der Weide rumrennen können, andererseits, dass sie bei mir in der Theke sind und ich das Produkt verkaufen kann. Mich würde auch interessieren, weil du ja sagst, dir ist es wichtig, dass sie nicht leiden und sagst, ihr macht das mit Elektroschock. Nein, ja, Elektroschock ist nicht richtig, Elektrozange. Also Schock ist so, Zange heißt... Kannst du mir das mal zeigen, live? Ich kann dir die Zange zeigen. Dann gucken wir uns nochmal die Zange an. Mhm. Also das heißt, hier kommen die dann auch zum getötet werden rein? Der Anhänger fährt rückwärts hier rein. Mhm. Und dann wird hier noch was hingestellt, dass sie nicht ausbrechen können. Und dann werden sie hier runtergetrieben hier rein. Mhm. Hier haben wir die Zange. Das sind Kupferioden. Aha. Ja. Die Schweine werden nass gemacht, damit der Strom besser leidet. Das heißt, das wird richtig ins Fleisch rein? Das ist eigentlich nur, damit man nicht abrutscht, weil diese nur so klein sind. Okay, das heißt, die Schweine kommen dann... Die kommen dann hier rein, dann laufen die hier so rum. Also hier ist normal, so ist noch nicht das Schlachthaus zum Schlachten ausgestattet, ja, weil die davor noch jeweils arbeiten müssen. Das heißt... Das hat wahrscheinlich nichts mit dem zu tun, was du wissen willst. Hier. Hier werden sie dann quasi betäubt mit diesem Ding betäubt da. Und gestochen. Und das verstehe ich jetzt nicht ganz, dieses Stechen, wie du es nennst. Nichts mit Herz. Mit meinem Herz gestochen, weil du es so gemacht hast. Ja, genau. Deswegen meine Frage A, wo sticht man da hin? Und B, wie lernt man sowas? Ja. Also, gibt es da einen Dummy? Oder? Das ist natürlich ein Problem. Mhm. Und zwar dürfen Schlachtungen nur vom geschulten Personal durchgeführt werden, aber wie bekommen wir geschultes Personal? Mhm. Ja? Also das sieht dann so aus, also gestochen wird in die Halsschlagader, ein bestimmter Punkt halt. Mhm. Ja? Die ist ja natürlich nicht so groß, gehe ich mal davon aus, beim Schwein wahrscheinlich größer als bei uns, aber... Du musst schon wissen, wo es ist. Genau. Also es ist jetzt kein Schnitt, der so ist, sondern das muss im bestimmten Winkel, also wenn das Schwein so liegt, muss das so gemacht werden und dann muss der da schneiden. Ja. Also das heißt, er sticht und schneidet dann runter? Nee, er sticht rein und macht dann so, vor und zurück. Ah, okay. Und wenn der wegen Unkundigkeit mehr hin und her schneidet, verletzt er den Tierkörper unnötig. Also das macht das wieder unser Fleisch schlechter. Ja, also der muss schon ganz schön genau wissen, wo er hinschneidet. Beim ersten Mal hatte ich hatte Angst, dass ich es nicht richtig steche. Mhm. Das war meine größte Angst. Und warum Angst, dass du nicht richtig stehst? Weil ich das Tier nicht leiden lassen will. Okay. Ich will dem nicht Schmerzen zufügen. Ich weiß, dass eine schmerzlose Schlachtung möglich ist. Wenn ich aber natürlich Bockmist mache, hab's blöd gestochen, dass nicht das Blut rausläuft und es wacht wieder auf, das wäre für mich das Schlimmste gewesen. Mhm. Ja? Also ich hab wirklich Angst gehabt und dann hat mein Vater meine Hand genommen und hat das mit mir gemacht. Und dann hat er gesagt, ich habe das Messer hier, jetzt machst du es alleine. Weißt du, ich hätte nicht damit leben können, dass er genau nicht da ist und jetzt merke ich, es ist nicht perfekt gestochen. Ja, ja, also da habe ich, ansonsten hätte ich es nicht gemacht. Thank you.
Zum Abschluss des Besuchs lädt Maikes Familie zum Kaffee ein. Drei Generationen der Metzgerfamilie gemeinsam an einem Tisch. Über alle Bereiche. Also wir sind im Unternehmen jetzt in siebter Generation. Und das ist schon wirklich was, was uns nicht nur mit Stolz erfüllt, sondern was wir auf jeden Fall weiterführen wollen. Aber man muss trotzdem nicht nur einfach, weil sie siebte Generation ist, sondern man muss immer wieder gute Sachen machen. Ja. Wir hatten hier im Ort 7 Metzger, jetzt ist noch einer da, also mir noch. Mhm. Klar, hatten wir immer wieder Glück. Geschätzt, aber man muss ständig dran arbeiten, dass das auch alles gut bleibt. Es hat auch schon mal jemand gesagt, wenn man bei euch nicht Metzger ist, ist mir ja nichts wert. Es ist natürlich stark überspitzt, es wurde, wie es der Streit gab, mal gesagt, ja. Aber nur damit du das, die Wertschätzung verstehst. Mhm. Mein Vater hat sich total darüber gefreut, wie ich gesagt habe, ich lerne Metzger. Irgendwie. Und dann, wie ich die Meisterprüfung gemacht habe, das war so bei, wie bei anderen Leuten Konfirmation, sag ich mal. Mhm. So waren alle stolz auf mich, so waren alle, das, so wurde das bei uns gewürdigt. Mhm. Bitte, gerne, gerne. Also, ja, ich bin ganz gespannt, wirklich. Nach zwei gemeinsamen Tagen heißt es dann Abschied nehmen. So, waren zwei sehr interessante Tage für mich. Absolut, ja. Es waren zwei sehr, sehr interessante Tage mit Maike, muss ich sagen. Ich habe sehr viel mitgenommen. Zum einen feiere ich meinen kleinen Erfolg, dass sie tatsächlich jetzt darauf achtet, Produkte, ich sag mal Reinigungsmittel, Kosmetika eben zu kaufen, die nicht an Tieren getestet sind. Was ich jetzt für mich mitnehmen würde, ist, dass Kosmetik immer noch Tierversuche, selbst wenn die nicht in Deutschland gemacht werden, machen die Firmen, die in Amerika ihren Hauptsitz haben, machen die halt in Amerika. Und das, ich bin schon immer gegen Tierversuche, werde aber jetzt noch genauer darauf achten. Ich habe auch gemerkt, dass es natürlich Unterschiede gibt zu dieser Intensivtierhaltung und wie es hier gemacht wird. Also hier ist trotzdem noch mal auf einem anderen Level und das Tierwohl wird hier noch mal anders kategorisiert oder auch priorisiert, als es vielleicht eben in der Intensivtierhaltung tatsächlich der Fall ist. Von daher nehme ich das auf jeden Fall mit. Trotzdem muss ich sagen, habe ich für mich den richtigen Weg gewählt. Es gab ja auch viele Sachen, wo wir uns sehr einig waren, was ich genauso sehe. Aber sie konnte mich jetzt nicht umstimmen, dass ich jetzt kein Fleisch mehr essen werde oder meinen Beruf aufgebe. Das wird nicht passieren. Jetzt bin ich müde und kaputt. Jetzt mache ich mich heim. Alles klar, München, guter Heimweg, gell? Ja, danke dir, gell? Tschüssi. Ciao. Thank you.